Dieser Moment, wenn du einen Fehlpass gespielt hast und den Ball unbedingt wiederhaben willst. Und Abfahrt. Dafür wird dann auch schon mal die Sportart gewechselt und auf Rasenski umgeschult. Ereignet hat sich das Ganze nicht etwa in einer Amateurliga, nein, in der ersten Liga von Norwegen. Im Spiel Tromsø IL gegen Sandefjord Football, 15. gegen 9. setzt der Spanier Po Morer zum wohl längsten Foul des Jahres an. Gute 4 Sekunden hält Sandefjords Mittelfeldspieler seinen Gegner am Trikot fest und erfindet nebenbei eine neue Sportart, zumindest soweit mir bekannt ist. Ach nee, gibt's ja schon, also einfach ein Nachmacher. Naja, egal. Po Morer hatte bereits in der ersten Spielminute die Führung erzielt. Das Unentschieden konnte er mit seinem kreativen Foul allerdings nicht mehr verhindern. Das Spiel geht am Ende 1:1 aus. Und nur mal so für den Hinterkopf. Hätte sein Gegenspieler nicht angehalten, würde Po Morer wahrscheinlich heute noch auf dem Rasen rumrutschen.